Hi, was geht? Herzlich willkommen zurück zur Sallys Woche. Heute abermals aus dieser wunderschönen Küche in diesem wunderschönen Stadtkern. Stadtrandkern, den ihr hier zum neuen Stadtkern umbaut, so gefühlt. Sally City. Sally City. Oder einfach Sultan. Palace? Sultans Palace. Komm doch mal vorbei. Baden-Württemberg. So, also, hallo, herzlich willkommen. Es wird sehr lustig, sehr gut heute, denn es geht um mein Hassthema und zwar Pizza. Weil du hast mir nicht gesagt, dass es ein Hassthema ist. Ich kann es nicht, deswegen ist es ein Hassthema und heute machen wir es zum Liebesthema. So, weil wir machen das heute ein Liebesthema. Nein. Wir machen nämlich heute eine Motivpizza. Das geht 5 Stunden das Video. So, wir sind ein bisschen durch mit den Nerven. Wir haben schon viel gedreht. Es waren sehr schöne Tage, aber jetzt geht's hier richtig los. Wie mache ich den perfekten Pizzateig, Sally? Willst du so kneten oder so kneten? Ich möchte das kneten lassen, weil ich liebe das und ich brauche das in meinem Leben. Okay, also ihr könnt ja auch die Hände nehmen, aber... Ihr könnt euch auch sowas hier aufsetzen und seid ihr Kapitän Rührmaschine. Hefe, den Zucker und das Wasser hier drin verrühren. Halber Hefe. Viertel. Wir haben jetzt 450 Gramm Mehl, also fast ein halbes Kilo und da reicht ein Viertel. Also schmeckt es nicht so hefig. Ich wundere übrigens, ich habe hier Kakao. Kakao. Fällt mir aber auch gerade erst auf. Ich wollte gerade sagen, wo kommt der Schleier her? Hefe. Oh, tue ich jetzt hier rein. Ja. Ich wollte das cool da reinmachen, aber es war ein bisschen schneller als ich dachte. Wasser. Und dann irgendwas, damit die Hefe mit irgendwas reagieren kann. Zucker. Und dafür nehmen wir Zucker. Nahrung. Geht auch Salz oder so, ne? Nein, oh mein Gott. Geht auf gar keinen Fall. Nein, Salz war eine Frage, um mich zu testen, ob du wirklich kochen, backen kannst. Alles rein? Ja, alles rein. Zucker rein. Hefe mag Zucker, aber Hefe mag kein Salz und Hefe mag kein Fett. Und wie sieht's aus mit Natron? Brauchst du nicht. Hefe ist stark genug. Mhm. Testen. Ich bin hier vom Pizza-Testverein eigentlich, ja. Okay. Deswegen geben wir Salz und Fett immer erst am Ende dazu. Damit die arbeiten darf. Damit die Hefe arbeiten kann und sich den Zucker und das Mehl als Nahrung nehmen kann. Mach ich es wieder falsch? Also Luigi. Rühren. Ja, ist gut. Mehl. Oh, darf ich dir was zeigen? Oh mein Gott. Oh, jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst. Ich bin voll bereit. Jetzt habe ich aber Angst. Okay, und jetzt kannst du die Schüssel hier reinhängen. Mhm. So. Gut. Ja. Arm runter. Arm runter. Dafür muss ich das anlocken und runter machen. Okay, und dann? Und dann anmachen. Und Hefeteig immer maximal Stufe 2. Maximal Stufe 2. Maximal. Nimm es hier rein. Maximal Stufe 2. Und dann kannst du hier das Mehl reinschütten. Mit der Einschütthilfe. Wie schütte ich denn die so? Ja, oder ich würde es, glaube ich, so machen. So. Boah. Und dann kleckerst du nicht. Glaubst du, aber mit meinem Skill. Willst du einen Löffel? Mit Herr Dr. Klecker, ja. Ich glaube, ein Löffel wäre bei mir fast sinnig. Einen für die Pizza, einen für die Sally, einen für den Murat. Ein Herzchen, das ist ganz süß. Ja. Einen für den Miguel, einen für den Miguel, einen für den Migi. Einen für die Emma, einen für die Ella, einen für die Emma. Samira, einen für Murat, einen für, deswegen habt ihr so ein großes Team, einen für alle anderen. Nochmal alle anderen. Habe ich das okay gemacht? Jetzt nimmt er sich immer wieder das Mehl von außen. Der macht es selber, ne? Ja. Okay. Guck mal, Öl kann ich jetzt auch schon dazu geben. Okay. Olivenöl. Sagst Olivenöl. Du? Das ist so eine Debatte, die hatte ich mit Annie the Duck, weil die Eltern hatten auch mal eine Pizzeria. Und die hat immer zu mir gesagt, kein Olivenöl in Pizzateig. Ja, weil dann schmeckt das Olivenöl so krass raus. Ich glaube aber nicht in jedem Pizzateig. Sondern nur also ein paar. Schmeckt's gut. Also ich finde es auch lecker. Schmeckt nur, ich brauche nur ein bisschen Wasser. Weil je nach Mehlsorte braucht man ein bisschen mehr oder weniger. Denn jedes Mehl nimmt unterschiedlich viel Feuchtigkeit auf. So powerful, ne? Wenn du sehen würdest, hier ist eine riesige Küchen. Oh, er streckt, er macht einen gestreckten. Ui. Guck, und hast gesehen, es war ganz wenig Wasser nur. Das hat gefehlt. So ein mini Wasser. Das, was ich das Schönste finde, ist dieser Rührstab unten. Der hat oben halt so eine Abdeckung, Abdeckung, damit das nicht hochklettert. Weil ich hatte schon sehr oft, dass dann vielleicht diverse Rührgeräte Bekanntschaft mit dem Teig gemacht haben auf irgendeinem Punkt. Weil, so oben rein. Weil das geht dann ja manchmal sehr schnell, wenn man immer auf sehr schnell knetet. Jetzt lässt du den Teig so ungefähr 5 bis 10 Minuten kneten, denn der wird immer besser, immer elastischer, geschmeidiger und dann reißt er später nicht, lässt sich besser öffnen, besser ausdehnen, besser formen. Hast schon schön rühren lassen.
Und die Zeit nutzt du dann immer zum Aufräumen. Ach so, ja, das mache ich natürlich. So, zack, alles gleich und weg, das in meins, die Spülmaschine. Ja. Okay. Was machen wir denn drauf? Also jetzt kochen wir erstmal noch Tomatensauce, oder? Kochen wir selber? Ja. Okay. Zwiebel, Knoblauch, Tomaten und Tomatenmark. Zwiebel, Knoblauch, Tomaten und Tomatenmark? Jo. Und auch Oregano? Ja. Selbst hergestellt ist? Habt ihr Oregano hier? Weiß ich nicht, wo man das... Ich habe sogar Pizza-Oregano. Ja, ja, das Ding, ne? Das ist mein Leben. Soll ich kurz absetzen? Hi. Einfach ein fluider Übergang. Ja. Und jetzt hast du den Pizzateig. Der jetzt perfekt ist. Und den muss man wirklich lange, lange, lange kneten. Ja, den haben wir jetzt schon so gute 10 Minuten, ne? Ja. Um den Dreh. Ah, das bisschen Wasser hätte doch nicht sein müssen. Aber ist nicht schlimm. Nee, kannst du mehr rausholen? Du weißt, ich färbe nämlich langsam, ja. Ich geh einfach zurück. So wenig nur. Ja. Machen wir gleich nochmal. Ich entferne mich wieder langsam rückwärts aus dem Bild. Nicht schlimm, nicht schlimm. Nicht schlimm. Nicht ausflippen. Hallo. Hallo. Da sind immer mehr Leute. Menschen. Überall. Hier sind überall Menschen. Ja, das ist wirklich so. Wir sehen nicht mal Menschen, wir schotten uns ab. Wir leben eigentlich in kompletter Isolation in Köln. Okay. So, der Teig ist gut. Darf jetzt hier existieren? Muss der aufgehen irgendwas jetzt? Ja, und guck, den nimmst du jetzt so. Am besten die Hände so ein bisschen... beölen. Fetten. Und ich weiß nicht, warum man es macht, aber man formt ihn halt immer zu einer Kugel. Sieht halt einfach schöner aus. Weil er dann vielleicht mehr Platz hat zum Aufgehen. Ja, und vor allem trocknet halt an der Oberfläche nichts so rissig ein. Jetzt daraus werden später zwei Pizzen entstehen. Aha. Guck mal, wie schön. Hier schon 10 Lichtjahre weiter als ich beim Teig. Weiter geht. Wir machen Soße jetzt direkt. Ne? Ja. Und du kannst Pizzateig ganz gut auch am Tag vorher zubereiten und im Kühlschrank lagern. Einfach Hefemenge reduzieren, im Kühlschrank lagern, dann hast du immer was da, damit er bekömmlicher und leckerer und schmackhafter. So machen es die Pizzerien. Das ist gelogen. Das stimmt. So. Bestimmt. Ich weiß es ja nicht mal. Ich kann ja nur zustimmen. Ja, ich kann ja nur zustimmen. Also, für die Soße, ich mach das mal so, wie du das machst bei dir. Ja. Wir haben Tomaten gestückelt. Wir haben Olivenöl. Ja. Wir haben Tomatenmark, eingefrorenes. Wir haben Chili. Ja. Pizza Oregano. Mhm. Und? Knoblauchzwiebel. Ja. Und die muss ich jetzt wahrscheinlich klein schneiden jetzt. Ja. Wieder mit meiner komischen Technik? Ja. Hab ich schon gezeigt? Ja, ne? Ja, zeig Fandest ruhig nochmal. Ich will die nochmal sehen. Mhm. Zeig deine Zwiebeltechnik. Wie mit dem Kind. Zeig ruhig mal. Komm. Zeig deine Zwiebeltechnik. Zeig doch jetzt mal. Ich mach so. So. Ja. Bis dato noch kritisch, aber es wird gleich der Mega-Effekt. Es ist ein bisschen so wie, eine Zaubershow dann. Schnitzt du gerade einen Schwan? Ich mache jetzt einen Schwan. Du hast gleich überall kleine Schwäne. Oder wie man auch im Fachmund sagt, Schwanz. Es geht um Schwan. So, jetzt reicht's. Dann mache ich die schräg, nachdem ich dann Würfelchen gemacht habe. Und dann schneide ich die so in kleine Würfel. Oh. Das ist von meiner Mama die Technik. Echt schön. Und danke, nicht so, Mama, für nicht die so, Technik. Nicht so praktisch ist wahrscheinlich. Wie doch, deine. Die ist praktisch, jetzt wo sie von deiner Mama ist. Davor hättest du sie zerrissen jetzt in der Luft. Einfach nur so, ich mache das in 4 Sekunden. Das machst du echt schön. Dankeschön. Ich erhitze schon mal das Öl. Wie schnell willst du zu deiner Pizza kommen? Schnell, schnell. Na klar, das muss doch für die Leute zu Hause so sein. Zack, die, auch hier klein? Ja. Zweimal Knoblauch ist dann normal in so einer Soße, sagst du? Oder ja, das ist schon eine persönliche Präferenz, die schon hier stattfindet wieder, ne? Hier ist schon sehr viel. Also ich sag mal so, das Landleben bei euch ist schon gewählt aufgrund des exzessiven Knoblauchverbrauchs, der hier stattfindet. Baust du selber Knoblauch an? Ich würde gern, aber Knoblauch wächst ja ein ganzes Jahr. Mhm. Das durchlebt ja wirklich alle Jahreszeiten. Aber weißt du, was das Leckerste ist, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe? Was denn? Knoblauchblüte. Der Knoblauch, der wächst nämlich. Mhm. Unten ist halt die Knolle, da ist so ein langer Stängel mit so neuen Blüten dran und oben ist die Knoblauch. Mit neuen Blättern dran und oben ist die Knoblauchblüte. Und die habe ich in Österreich gegessen, wo das angebaut wird. Und das war angebraten in Öl mit Balsamico, Salz, Pfeffer. Das war das Leckerste, wirklich das Leckerste, was ich je gegessen habe. Und die meisten schmeißen die Knoblauchblüte einfach weg. Hast du ein Rezept gemacht mal dazu? Nee, aber in meiner Österreich-Tour habe ich das mal gezeigt. Du hast eine Österreich-Tour gemacht? Mhm. Ohne mich? Mhm. Magst du die ein bisschen feiner machen oder beißt du gerne? Ja, ich hab schon immer so große Stückchen bei allem. Ja? Ne? Mich nervt das auch. Hast du so eine Wippe? Aber was kannst du damit? Ja, mach mal. Ja? Wie? Und dann? Ach so, okay, ja gut. Das mache ich auch, weil alle Leute sagen mir immer, ich bräuchte so eine, das ist eigentlich so eine Kräuterwippe, ne? Da hat man noch mal so ein Gerät und... Da muss man noch mal wieder was sauber machen. Noch mal was sauber machen. Und das ist einfach nur ein großes Hin und Her. Das höchstwahrscheinlich ins Olivenöl und anbraten. Genau. Kennst du den Zwiebeltest?
Nein, zeig. Und jetzt schreit die Zwiebel dich an, bitte mach meine Kollegen rein, ich will unbedingt angebraten werden. Oh ja. Und dann hat man eine verbrannte Zwiebel immer noch, aber die blubbelt ja schon. Perfekt, das ist heiß. Ja, okay. Ich nehme das. Ich finde das gut, dieses sauber Ding. Ich glaube, wenn ich viel, viel länger hier wäre, also so... Dann wärst du Mr. Proper. Dann wäre ich, ja, bin ich ja schon unter der Mütze. Und jetzt schön anbraten, bis die Zwiebel und Knoblauchzehe, bis es glasig ist, also schön weich. Jetzt habe ich ja natürlich auch wieder einige Fragen mitgebracht. Glasig heißt durchsichtig einfach nur, ne? Oder gibt es noch irgendeinen anderen Zustand? Weil es gibt ja auch dann irgendwie noch so spiegelig. Ja, ich kenne nur glasig. Einfach schön mit anbraten. Mhm, das klappt ja. So 3-4 Minuten. 3-4 Minütchen und dann? Und dann geht's ab gleich. Okay. Bin ich bereit für? Tomatenmark? Tomatenmark. Was mache ich denn hier? Mag auch sehr viel. Das ist mir persönlich immer sehr wichtig. Ja. Weil du weißt ja, ich gehöre zur Bruderschaft der Tomatenmark-Anhänger. Ja. Tomaten rein. Mhm. Und dann geht's richtig ab. Kurz hier. Jetzt geht's. Okay, nochmal. Ausspülen. Mhm. Dann Chili. Du magst scharf. Ja, gerne. Das waren die selbstgechillten Chilis, ja, ne? Die sind leider sehr, sehr scharf. Salz, Pfeffer. Mhm. Pizza Oregano. Du mörserst das jetzt wirklich schon wieder mit der Hand, ne? Ja. Das ist wie so eine sehr, sehr schlecht produzierte Doku-Crime-Serie, die Mörserin. Die Mörserin. Und dann bist du immer an so einem Tatort und dann so, Oregano, sie war hier. Folgen der wilden Spur, Oregano durch so ein Blumenfeld. Reineffekten? Die Mörserin? Ja, ja klar, wir machen jetzt einen Trailer, warte. In einer Welt, wo es nur eine Frau gibt, die mit ihren Händen etwas wegmörsern kann, kam sie auf sie zu. Über ein Blumenfeld und mörserte alle Blumen der Nachbarschaft. Da, da, da. Wird man sie jemals stellen? Die Mörserin des Sonnenblumenfelds. Ab Februar im Kino. 80 Euro Eintritt. Kleines Kino. Es ist nur noch Quatsch, was wir hier machen. Ach, es ist schön, dass du da bist. Endlich kann ich mal Quatsch in der Küche machen. Darfst du sonst nicht? Dafür bin ich ja da. Hier kann ich es jetzt auf dich schieben, weißt du? Was denn? Den Quatsch. Den Quatschi? Ja. Ja, dafür bin ich ja da. Ich bin ja offizieller Koch-Quatsch-Beauftragter. Oder auch Quatsch-Comedy-Koch. Warte. Ich probiere jetzt mit dem. Hast du dir, glaube ich, selber rausgelegt, ne? Nee, für dich. Das ist, weil du den Zwischenlöffel nicht hast. Nein. Das ist der berühmte Zwischenlöffel. Richtig genau. Bisschen köcheln. Mhm. Und dann passt. Lecky, würde ich sagen. Mhm. Also auf einer Lecky-Skala 10 von 10. Mhm. Zwiebeln müssen noch weich werden. Mhm. Also kann das jetzt kochen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, bereit? Ja. Ich auch. Was machen wir? Wir streuen. Als würde ich jetzt hier so den. Ich weiß nicht mal genau, wo wir dran sind. Wir haben schon alles vorbereitet. Das ist ein Ritual. Jetzt holt die Taube rein. Wir streuen Hartweizengrieß. Warum Hartweizengrieß? Weil es dann etwas griffiger ist und etwas besser schmeckt. Bist du ein Pizzaliebhaber mit dickem oder dünnem Boden? Beides, aber nur in Extremen. Pizzen sind bei mir so wie alles, was ich mache, ich kann das nur in Extremen genießen. Extrem dünner Boden finde ich geil, extrem dicken Boden, so amerikanisch finde ich aber auch sehr geil. Weißt du, was ich meine? Ja. Was bist du? Auch so. Nee, ich bin so wie ich es halt mache. Kennt ihr andere Sachen? Nicht geil. Meine Sachen übertrieben geil. Ich finde das gut. Ich sollte mir da mal eine Portion von abschneiden. Nee, ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, was bei dir extrem dick oder extrem dünn ist. Ja, extrem dick ist so diese amerikanischen, weißt du? Die so aber den richtigen. Genau, ja, so fast deep dish schon. Ich probiere das jetzt nachzumachen, ja, ne? Ja. Ich mache das jetzt so wie du. Mhm. Blü, 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 blü. Aha, schön von außen nach innen, ja? Mhm, ja. Sieht aus, als wird das gleich irgendwas gebären. Guck mal so, von unten. Check. Ja. Und dann so nach innen. Zack. Also wie als wenn man einen Dumpling machen würde die ganze Zeit. Hast du das schon mal gemacht? Jetzt. Es sieht aus, als wäre es viel, aber nicht so. So zusammenquetschen und schnell umdrehen. So, und jetzt machen wir unsere Pizza, ja? Yes, okay. Okay, Achtung, jetzt zeige ich dir einen Trick. Du nimmst so ein flaches Blech. Mhm. Da streuen wir jetzt auch nochmal Grieß rein. Mhm. Dann nimmst du den Teig. Mhm. Und jetzt Achtung. Warte. Oh, die kann den Griff mit den Händen. Ja, die Unterlage muss jetzt glatt sein und so frei. Und dann kannst du es so drehen.
und schön so einen Rand lassen. Ja, ich mache das genau nach. Also ich nehme ja ein bisschen Hartgrießweizensaft, dann verrühre ich das hier auf dem Tablett. Ich habe Öl vergessen, für später zum Backen. Ach so, ja, Öl tue ich natürlich noch drauf. Das hast du vergessen übrigens. Dann mache ich hier Öl drauf, ein bisschen. Und dann tue ich meinen Teig. Guck mal, eher so mit der Fläche, mit der flachen Hand. Nicht. Also nicht so, sondern eher so. Die Finger, die stoßen das vorne an und die Handfläche, die öffnet den Teig. Und wir machen jetzt eine dünne Pizza mit dickem Rand. Also ich finde das gut so, muss ich sagen. Also es ist kompakt, aber... Und so drehen. Oh Gott, es ist wirklich eine... Also ich habe das Gefühl, es wird nur ein dünner Boden mit weiteren Sachen. Wie oft hast du schon Pizza gemacht? Ein paar Mal, ne? Ein bisschen, ja. Das wäre jetzt so Deep Dish, ne? Wenn wir das jetzt da reintun würden, meinst du, es würde trotzdem gehen? Nee, ne? Das wäre höchstwahrscheinlich ein bisschen zu gewagt. Der packt halt wahrscheinlich nicht so richtig durch. Aber ich bin bald an dem Zustand, wo es bestimmt okay ist, oder? Ja. Und du kannst hier mit den, am Rand so ein bisschen aushelfen, weißt du, so nochmal drücken. Magst du Rand oder eher nicht so? Ich mag Rand ganz gerne eigentlich. Ich auch. Manchmal mache ich sogar Käserand. Käserand, wo man dann nochmal so einschlägt? Das ist ja wild. Aber das ist doch jetzt eine passable Größe dann geworden, oder? Das ist voll schön. Das ist die leckere Soße. Geilo Milo. Hier, Luigi. Gracias. Ich meine natürlich de nada. Keine Ahnung, das ist auch wieder Spanisch. Grazie? Grazie mille. Doch. Ja, Prego, ja. Hau drauf, du bist doch Schwabe. Du magst Soße. Also ich mag schon, wenn die... Mehr Soße als Käse. Ja, und vor allem mehr, wenn die würzig ist. Ich mag das nicht so, wenn die Tomatensoße nach nichts schmeckt. Wenn es einfach nur aus dem Pack, aus dem Pack passierte Tomate ist, im Prinzip oder nur Oregano und einen Schuss Pfeffer drüber gestreut ist. Genau, deswegen, ich finde, die muss man schon immer kochen mit Zwiebel und Knoblauch. So, würde ich jetzt sagen, oder? Ja, machst du Käse also unten oder oben? Oben drauf. Also erst Zutaten und dann Käse. Machst du es anders? Weil ich habe sonst immer Angst, dass meine Zutaten anbrennen. Genau, und manchmal mache ich es wegen der Optik. So, dass ich dann so obendrauf nochmal die Wurst oder, keine Ahnung, das Gemüse hau. Aber eigentlich finde ich auch, gehört es drunter. Ich mache mir schon mal was drauf, ne? Ja, mach doch. Ich werde mir mal ein paar... Mach das doch. Ich mache mir jetzt hier mal Pilzis. Das war netter gemeint, als es ich weiß, das ist okay. Ich komme damit klar. Ich weine mich in den Schlaf. Okay. So. Ich glaube, ich mache doch ein bisschen Käse drunter und dann nochmal drüber. Echt? Doppelkäse? Ja, erstmal Parmesan da reingemacht. Ist auch gut. Ich ordne mal so ein Kaschkawal. So angeordnet wie so eine Pizzeria hier fast. Einfach nur auf eine Stelle die Zutaten gestreut und dann ging es weiter. Ich habe eine Freundin und die hat gesagt, bei denen entsteht immer Streit, wenn sie Pizza essen, weil immer jeder die mit dem meisten Belag will. Und deswegen hat sie angefangen, die Pizza symmetrisch zu belegen. Das macht ja dann gar keinen Spaß mehr. Wow. Sind wir mal ganz ehrlich. Also wenn es eine Sache gibt, die wirklich keinen Spaß mehr macht, dann ist es Pizza symmetrisch, das macht ja auch. Und jetzt kann man die Pizza, wenn man möchte, noch kurz stehen lassen, damit sie noch ein bisschen aufgeht und luftiger wird. Oder halt direkt backen. Ich finde beides gut. Also ich würde es, glaube ich, direkt reinschauen. Ja, ich bin wirklich Fan von beidem. Meistens mache ich ja nicht nur zwei, sondern direkt acht. Für die ganze Belegschaft. Für alle, das heißt, die ersten sind so ein bisschen knuspriger und dünner und die letzteren sind dann so lockerer, luftiger. Und ich weiß dann, auf welche ich warte. Die ersten. Gut, ich habe das, glaube ich, jetzt auch so gemacht wie du und habe mich nicht geschnitten. Bis jetzt erfolgreich, dass wir alles vermieden. Dementsprechend würde ich sagen, Pizza in den Ofen und dann sehen wir uns sofort mit den fertigen Pizzen. Ja. Machst du ein Beauty davon? Machst du ein Beauty davon, würde ich schon sagen. Ne? Du beautiful, you little man, you beautiful little man. You make a beauty. Wie backst du deine Pizza? Im Backofen. Ja, Pizzastufe? Eins. Unter, also ganz unten rein und dann höchste Stufe, Unterhitze oder Pizzastufe und dann wirklich unten rein. Unten rein wieder? So wie in einem Holzofen oder Steinofen. Ha! Damit der Boden schön knusprig und schnell... Ich brauche einen Garten, ne? Ich will mir unbedingt so einen Ofen bauen. Das wäre so geil. Hast du gerade gesagt, du brauchst einen Garten? Nein, einen Holzofen im Garten. Sag mal hier. So, bis gleich. Ich meine natürlich Beauties in 3, 2, 1. Lieferdienst war da, es sieht fantastisch aus. Ich finde es gut, dass wir beide getauscht haben, so als wenn das aussehen würde, als hätte. Ich glaube, ein bisschen zu wenig Käse am Rand, oder? Warum ist es bei dir flüssiger rübergelaufen als bei mir? Ja, ein bisschen wenig Käse am Rand. Bisschen das wenig macht Käse. Doch nichts. Nee, ist okay, ich komme damit klar. Gut. Du hast jetzt sehr schlau schon den Handschuh angelassen, ne? Wenn man ich wollte mich nicht verbrennen. Come on. Meine Finger sind hier. Das ist wie wenn du so Schuhe anprobierst und dann ist irgendwann relativ. Aber warum? Mein Finger ist hier.
Ja, was hast du für eine Hand? Bist ja Lappen. Meine Fingerstoff. Was hast denn du für kleine Hände? Nein, ich hab's glaube ich nicht. Ich hab gerade Lachs gehört. Jetzt ist jetzt drin. Ja. Ja. Ist drin. Aber das ist halt nur wegen dem Hemd. Das ist halt ein sehr muskulöser Unterarm, sagen die Leute. Ja. So, und dann muss man einfach so machen. Und jetzt dann so oder schon einfach daneben? Komm, so ein Stück, ja. Oh wow, genau mittig durch. Da ist er perfekt. Ein Stück für mich und eins für dich. Ich dachte, genau. Du hast nicht so viel Hunger. Warte, ich mache mir mal kurz mein Stück hier raus zum Probieren. Also wie gesagt, mein Praktikum in der Pizzeria habe ich doch mit Bravour bestanden. Zeig's mal so. Ja, wenn es mal schneller gehen muss, meine Güte, ne? Weiß man ja nicht. Mm. Ich kann es jetzt auch ein bisschen abkühlen lassen, das ist gut. Verbrennen wir uns nicht. Mm. Das ist nicht die Schärfe, ne? Aber ist trotzdem ein bisschen würzig. Der Boden ist mega lecker. Der schmeckt einfach wie so fluffiges, frisches Brot. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, Teig. Teig, sagt man, ist ja nicht Brot, oder? Brot. Ja, es schmeckt sehr Teig. Also lecker. Schmeckt nach Pizzateig. Ja, schmeckt nach Pizzateig. Ich muss sagen, ist mit Abstand die beste Pizza, die ich jemals gemacht habe. Und dadurch, dass ich jetzt weiß, wie es geht, werde ich das mit Sicherheit. Mit Sicherheit noch mal probieren. Mama, ne? Er backt jetzt für dich Pizza. Jedes Mal, wenn er dich besuchen kommt. Das mache ich. Und dann heißt es natürlich jetzt wieder mal aufgepasst. Bleibt dabei. Holt euch nicht eine Erkältung. Bis zum nächsten Mal. Euer Freddy und eure Sally. Mega unangenehm. Tschüss. Ich grüße noch meine Zuschauer. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.